Hey Leute, willkommen zurück zu Replay Oldschool. Ich bin Max Holz und ihr seid bei einer neuen Folge GTA 5 Online Tipps und Tricks. Nach dem Tuning- und Testvideo natürlich auch noch abschließend der Speed- und Race-Test hier mit dem Krieger. Mit am Start ist mal wieder Skyrider 3-in-Style, krasser Rennfahrer. Dann WPOB-Sniper, auch ein guter Rennfahrer. Was geht, was geht, was geht? Und der F79 ohne U. Was geht? Und ja, guten Morgen. Die sind erstmal hier die zwei Boxen, Luder. Und nachher werden wir natürlich auch noch beim Rundentest mitfahren, dass wir noch ein bisschen mehr Zeiten haben. Ein bisschen Zeiten, wo wir schauen können, wie die anderen fahren, weil bei uns ist halt so, wir sind da ziemlich zwiegespalten so. Also drei von uns sagen, nö, ich bleib lieber beim Emerus. Krieger ist jetzt nicht so, obwohl der geil ist. Und einer von uns ist halt der Meinung, der Krieger ist der Beste überhaupt. Dem ist der Emerus jetzt völlig egal. Und das ist nämlich der Beast da drüben. Warum das so ist, werdet ihr nachher sehen. Erstmal Speedtest, Beschleunigung und Endgeschwindigkeit testen gegen die besten Supersportwagen. Erstmal der Krieger gegen den Wagner. Alle Supersportwagen sind geordnet nach der Endgeschwindigkeit. Let's go bei 5,55. Ja. Nur kurz zur Info, der Krieger hat Allradantrieb. Ja, das ist halt die Sache. Der Emerus eben nicht. Und das ist schon mal der große Vorteil, gerade bei der Beschleunigung. Uff, wie der hier nach vorne marschiert. Aber das ist nicht viel. Ja, aber vom Start kommt der extrem gut weg, ne? So, ja, Viertelmeile ist halt knackt so, ich weiß nicht, also da dürften ganz, alle ganz wenige. Übrigens, die YouTube-Kanäle von den Jungs, also von Beast und von Skyrider, sind unten in der Videobeschreibung verlinkt, für alle, die mal schauen wollen. Und zwei Autos habe ich hier beim Drag Race, beim Speedtest rausgenommen, nämlich den Italy GTB Custom und den Nero Custom. Ich wollte nicht so viele unnötige Autos mit drin haben, weil wir haben ja schon so viele neue Supersportwagen dazu bekommen. Anyways, jetzt kommt der Krieger gegen den X80 Proto. Und für alle, die jetzt fragen, warum ich jetzt ein bisschen erkältet klinge, das liegt daran, weil ich jetzt ein bisschen erkältet bin. Anyways, machen wir bei 2,55. Das ist nicht groß. Guck mal. Ey, nicht viel Abstand. Minimaler Unterschied, oder? Ja. Oha. Aber ich glaube, im Topspeed siehst du mich, oder? Bin ich mir nicht sicher. Krieger gegen X80, mal sehen. Also man kann sagen, fast gleiche Beschleunigung, ne? Fast gleiche Beschleunigung. Ist nicht weit. Ist nicht, ne. Na, jetzt holt er. Guck mal, jetzt holt er. Na, jetzt zieht er, der Krieger. Also er zieht mir nicht, er zieht, er holt. Oh mein Gott, nach den roten Pfeilen kriegt er nochmal ein paar km/h mehr drauf. Ja, der hat gewonnen, der Krieger. Krieger gewonnen, X80, abgekackt im Topspeed, aber echt in der Beschleunigung, richtig gut. Naja, nächstes Auto. Noch ein Supersportwagen, der ein bisschen schneller war als der X80. In der Endgeschwindigkeit war der Entity XXR, machen wir bei 2,30. Krieger gegen XXR. Alter, der kommt da gar nicht her. Alter, was war das denn? Der hat einen übelsten Wheelspin, oder? Der XXR. Ja, aber richtig. Aber im Topspeed könnte es ja noch ein bisschen interessant werden. Weil jetzt werden die immer noch schneller. Werden immer schneller. Ja, mal gespannt. Pro Auto höherer Topspeed. Auf jeden Fall klar vorne. Und ich denke, der wird auch nicht mehr einholen. Der XXR. Von daher, nächstes Auto. Naja. Oder? Ja. Ciao. Noch ein bisschen schneller im Topspeed war die Banshee 900R. Krieger gegen Banshee 900R machen wir bei 55. Boxenluder. Ja, okay. Jo. Nee, kommt ja mal gar nicht vom Fleck. Wheelspin ohne Ende, Alter. Wheelspin ohne Ende, aber das war schon klar. Beschleunigung war die nie gut, aber am Topspeed halt war die immer ziemlich gut. Und da würde ich mal das interessieren. Wie denn der Abstand nachher ist. Ich glaube nicht, dass sie den jetzt ziehen wird, aber der Abstand müsste eigentlich schon ein bisschen größer sein. Denn. Ich meine, ein bisschen kleiner sein. Denn. Aber Alter, bis die hier rankommt, Wahnsinn. Der kommt gar nicht. Nee, kommt nicht. Kommt die Banshee noch ran? Nein, sie kommt nicht ran. Alter, was für ein Abstand. Wahnsinn, viel zu langsam. Nächstes Auto. Noch ein bisschen schneller war hier auch so ein Gigant wie der Krieger. Nämlich kommt der Kampf der Giganten. Krieger gegen den Emerus. Machen wir bei 30 Sekunden. Boah. Alter. Allrad. Allrad. Ja, das ist halt der Vorteil von dem Allrad. Hat jemand Allrad gesagt? Jetzt kommt er. Alter, guck mal, er marschiert. Der Emerus war nämlich im Topspeed noch besser als die Banshee 900R, aber letztendlich ein bisschen langsamer als der Devast 8. So, mal gucken. Ja, das
Das ist interessant. Oh. Ich weiß von nix. Ich weiß von nix. Alter. Na? Ich sehe die Schnauze. Ich sehe schon die Schnauze. Hallo. Kommst du ran? Überholst du? Er ist im letzten Gang. Er ist im letzten Gang. Der Krieger wird ziehen. Der Krieger wird ziehen. Denkst du? Alter, das wird richtig eng. Eng wie... Eng, Alter. Ah, gucke. Der Abstand wird ein bisschen größer. Ja. Aha. Krieger auf jeden Fall aber vorne. Minimal vorne. Minimal schneller als der Emorus, okay? Das muss aber noch nichts heißen, weil der Emorus hat ein verdammt geiles Handling. Bei dem krassen Speed. Mit Soße. Und der Krieger ein leichtes Untersteuern in Kurven. Nächstes Auto. Alter, wie knapp an die hier fahren, Alter! Ich bin Dritter! Ich bin Dritter! Nein, ich bin Vierter! Hä? Also, wir hatten gerade überlegt, wir hatten gerade ein bisschen gelabert. Wenn jetzt der Krieger noch Heckantrieb hätte, ich glaube, dann würde der mit dem Emorus gleich auffliegen, weil im Prinzip ist nur die Beschleunigung so krass, wie er vom Start wegkommt. Eben dieser große Vorteil, ne? Vom Krieger. Aber an sich, vom Topspeed her, kaum ein Unterschied. Okay, jetzt Krieger. Gegen den Devast 8. Der war ein bisschen schneller war im Topspeed. Okay. Aber Beschleunigung würde mich jetzt auch mal interessieren. Machen wir bei 20 Sekunden. Naja, so viel dazu. Hat er endlich der Devast. Warte mal, kommt der jetzt? Oha, was? Ich wollte gerade so weiterlabern und dachte, ja, der kommt ja eh nicht. Okay, Viertelmeile gewonnen. Devast 8 gewonnen. Alles klar. Ja. Er kam vom Start nicht ganz so gut weg, aber jetzt ballert er auch schon. Also sobald der Grip hat, ballert er, der Devast 8. Hatte der eigentlich Allrad, wollte ich gerade fragen, der Devast 8? Ich glaube Heck. Heck, ne? Ja. Er liegt ein Stückchen vorne, okay. Heißt, müsste gleich der Krieger wieder aufholen. Kommt schon ein bisschen ran, guck mal. Viertelmeile hat er aber gewonnen. Viertelmeile hat er klar gewonnen, Devast 8 auf jeden Fall. Das war mal so ein Battle, das war so ein Battle. Auf der Hälfte der Strecke hat der Krieger oder wird der Krieger wahrscheinlich ein bisschen schneller sein und am Ende von der Strecke, also jetzt gleich wieder, guck mal, jetzt holt wieder der Devast 8 auf, ne? Witzig. Er ist leicht schneller. Leicht schneller als der Krieger. Ganz leicht, ja. Ach, guck mal, hey, was war das? Kurz nach vorne gezuckt gerade. Was war das denn? Was war das denn, Alter? Lol. Okay. Aber das Ding ist halt, der Krieger hat ein schlechteres Handling. Also würde ich schon mal sagen, ich meine, der Devast 8 hat ein schlechteres Handling. Also von daher würde ich schon mal sagen, könnt ihr auf jeden Fall den Krieger easy für Stuntrennen nehmen. Super Auto für Stuntrennen. Devast 8 würde ich jetzt nicht unbedingt mehr nehmen, weil da lieber das Handling vom Krieger genießen. Krieger gegen den 811. Der schnellste Supersportwagen von der Endgeschwindigkeit. Gut, bis auf den Tesseract. Der Tesseract hat ein richtiges Krüppelhandling. Das ist richtig schlecht. Nimmt halt sowieso keiner. Von daher nehmen wir den Tesla. Lassen wir den Tesseract jetzt einfach mal weg. Und nehmen jetzt nur noch den 811. Machen wir bei 45 Sekunden. Krieger gegen 811. Beschleunigung wird interessant, weil der hat auch eine sehr, sehr gute Beschleunigung, der 811. Aber. Der glaube ich auch Allrad, ne? Guck mal, Viertelmeile. Wer hat denn den Krieger gezogen auf der Viertelmeile bis jetzt? Der Devast 8 eigentlich nur, ne? Nur der Devast 8, ja. Ja, okay, das war's. Viertelmeile gewonnen, Krieger. Und mal aber gucken, vom. Müsste jetzt Topspeed gleich kommen, auf jeden Fall. Der müsste jetzt gleich sofort ziehen. Jetzt? Jetzt, ah ja, ja. Jetzt okay. Geht's los. Jetzt geht's los. Er sagt sich so, okay, ich muss mal los. Geht jetzt gar nicht mehr. Kein Bock mehr, dieses Heck vom Krieger zu sehen. Irgendwie zappelt er so, weißt du, irgendwie, als ob der kurz zurückfällt, mal wieder kurz nach vorne ballert. Aber er ist halt schon klar erkennbar. Bei Midwest 8 war der Abstand halt nicht so groß, aber hier ist es schon richtig groß, Alter. Deutlich. Boah. Deutlich besser als der Midwest 8. Aber das ist halt das Ding, wie gesagt, Thema Handling. Handling ist halt auch wichtig und von daher nehmt auf jeden Fall den Krieger bei Stunt drin. Das muss jetzt nichts heißen, dass der Devast 8 ein bisschen schneller ist. Das macht ja alles hier wieder wett, der Krieger, durch die Beschleunigung, gerade in den Kurven dann und eben auch durch das Handling. Sonst würden ja auch alle den 811 nehmen bei
Stuntrennen zum Beispiel, aber nimmt halt keiner, oder? Kennst du jemanden, der den 8-11 nimmt in Stuntrennen? Nee. Weil der halt ein scheiß Handling hat. Ist halt so, leider. Da nützt dem diese hohe Endgeschwindigkeit gar nichts. Yo, Bonus-Speed-Test. Krieger gegen den Coil Cyclone. Schnellste Wagen von der normale Wagen von der Beschleunigung her, schnellste Supersportwagen von der Beschleunigung her. Das würde mich jetzt richtig interessieren. Machen wir bei 45 Sekunden. Ja. Okay. Ich hätte gedacht, das ist ein bisschen knapper, aber der ist ja so weit vorne. Viertelmeile geht er den Zeitlohn. Ja, easy. Oh mein Gott. Oder. Aber der Cyclone. Der Cyclone hat leider ein Kack-Handling. So, tschüss. Endgeschwindigkeit gezogen. Ja, Viertelmeile gewonnen. Kennst du euch jemanden, der den Cyclone fährt? Irgendwie bei extrem kurvigen Supersportwagen? Eigentlich nicht, ne? Also nicht wirklich. Jetzt mal Bonus auf der 8. So, was wollt ihr machen? 10 Runden circa? Denke ich mal 10 Runden, ja. 10 ne? Runden. Ja, erst Krieger und dann Emerus. Und dann müssen wir mal schauen, ob wir mit dem Krieger vielleicht bessere Rundenzeiten hinbekommen als mit dem Emerus. Ob der Krieger für Landrennen, für kurvige Rennen mehr taugt als der Emerus. Ist schwierig, weil wir sind da echt so gespalten am... Was? Wir sind da echt gespaltener Meinung, was das angeht. 3 von uns sagen eher das eine Auto und einer von uns sagt, nee, das andere. So, bis gleich. So, 10. Runde. Und das Problem ist, was ich mit dem Krieger habe, das sage ich gleich. Ich meine, der ist auf jeden Fall auf dem gleichen Level wie der Emerus, aber eben durch diesen Allradantrieb hat er Probleme beim Untersteuern in Kurven. Das merkst du jedes Mal. So. Und wenn du denn aus dem Untersteuern rauskommst, wenn er denn lenkt, dann lenkt er denn zu krass. Also du hast dieses inkonsistente Fahrverhalten, dieses inkonsistente Lenkverhalten und das kann für viele extrem verwirrend sein, ja. Also wir kommen nicht mit klar, ich komme nicht mit klar, Sky und der Lukas, der einzige, der damit klarkommt, ist Beast. Müsst ihr halt wissen. Müssen wir jetzt ja erstmal die Rundenzeiten vergleichen und nachher noch die Rundenzeiten mit dem Emerus, aber ich finde, ich kann auf Bonus auf jeden Fall mit dem Emerus bessere Rundenzeiten fahren, oder zumindest fällt es mir mit dem Emerus leichter, gute Rundenzeiten zu fahren. Mit dem Krieger muss ich viel zu sehr schwitzen. Rundenzeitenvergleich, ich habe eine ziemlich schlechte 50 für meine Verhältnisse, weil mit dem Emerus kriege ich auch eine 48,4 hin oder so, aber echt mit der Karre. Also meine Bestzeit auf Bonus mit dem Krieger ist eine 48,8 oder sowas oder 48,9 und mit dem Emerus eine 48,2, so in der Richtung. So, und jetzt probieren wir das mal noch mit dem Emerus aus. Und ja, werde ich auf jeden Fall, denke ich, eine bessere Zeit fahren. Instant. Ich meine, wir sind über die letzten Tage, ich kann es mal sagen, wie es so gelaufen ist in den letzten Tagen so. Wir sind über die letzten Tage bestimmt 100 Runden gefahren mit dem Krieger und es war ein übelster Struggle. Ja, also, weiß ich nicht. Bei kurvigen Landrennen würde ich echt lieber den Emerus nehmen. Meine Meinung, ist nur meine Meinung. Fazit kommt gleich. Wir nehmen jetzt erstmal den Emerus. Ja, das war toll. So, 10. Runde mit dem Emerus. Und was ich als erstes gemerkt habe, es ist eine verdammte Erholung, mit dem Emerus zu fahren, im Gegensatz zu dem Krieger, zumindest auf so kurvigen Strecken wie der hier. Wenn ihr längere Geraden habt, vielleicht doch eher den Krieger, aber wenn ihr, ja, wie gesagt, so kurvige Strecken habt, ist es einfach viel geiler, dieses Go-Kart-Handling vom Emerus zu haben, als dieses Untersteuern-Handling vom Krieger. Weil beim Krieger ist es so, eben durch, er hat ja Allrad, der Emerus hat halt kein Allrad, der hat halt Heckantrieb. Beim Krieger ist es so, wenn du die Kurve einlenkst, kommt er meistens nicht gleich rum. Du merkst, verdammt, warum lenkt er nicht? Hat halt, ja, Allrad untersteuern halt. Und wenn er denn durch Gas tippeln lenkt, ist es meistens so, dass er dann ein bisschen übersteuert. Und das finde ich halt extrem verwirrend. Ja. Das finde ich sowas von verwirrend, dieses wechselnde Fahrverhalten, dieses wechselnde Lenkverhalten. Hier beim Emerus ist es so, meiner Meinung nach, wenn du lenkst, lenkst du direkt und nicht irgendwie verzögert oder so. Du hast kein Untersteuern oder irgendwas. Ein bisschen übersteuern, das ist für mich kein Problem. Ja. Wie gesagt, ich finde das direktere Handling, die direktere Lenkung, was machst du da eigentlich? Vom
Emorus immer noch besser. Ich werde auf jeden Fall beim Emorus bleiben. Und für alle, die sich jetzt fragen, wenn ich jetzt schon einen Emorus habe, muss ich mir dann einen Krieger kaufen? Da sage ich ganz klar, nein, absolut nicht. Ihr kriegt genau dieselben Rundenzeiten hin wie mit dem Krieger. Also mit dem Krieger kriegt ihr genau dieselben Rundenzeiten hin wie mit dem Emorus. Bloß, dass es meiner Meinung nach mit dem Krieger schwieriger ist als mit dem Emorus. So, Rundenzeitenvergleich, ich habe eine sehr gute 48.2 gefahren, Sky eine 48.0. Ich habe ja gesagt vorhin, Instant, ich fahre mit dem Emorus Instant eine bessere Zeit als mit dem Krieger. Und das hat Beast gefahren, eine 48.2, das ist auch sehr gut. Fast an meiner Zeit reingekommen, guck mal hier. Also im Vergleich, im Prinzip sind wir bessere Zeiten gefahren oder sind wir schneller an die guten Zeiten rangekommen als mit dem Krieger. So, jetzt aber nochmal eure Meinung. Fangen wir an mit Sky. Krieger oder Emorus? Ja, Emorus, auf jeden Fall. Emorus, okay. Für Stuntrennen, was würdest du da nehmen? Emorus oder Krieger? Emorus. Emorus. Obwohl ich dann für die längeren Geraden dann vielleicht doch eher den Krieger empfehlen würde, weil er da ein bisschen besser ist als der Emorus. So. Beast, deine Meinung? Also, Landrennkrieger, Stuntrennkrieger, Punkt. Okay. Warum? Weil ich den Emorus kacke finde, der Krieger ist besser. Na, aber was sagst du denn zu dem Untersteuern vom Krieger? Im Gegensatz zu dem... Der Krieger ist halt so eine Challenge so. Der Emorus ist halt so wie der damalige Wagner und der Krieger ist halt der A7B halt. Okay. Ja, du kommst damit klar mit dem Fahrfall. Ich halt nicht, weißt du? Ich mag's halt, wenn ein Auto immer so fährt, wenn ich lenke, dass es dann halt lenkt und wenn nicht, dann nicht. Und nicht dann nicht lenkt, weil es halt untersteuert. Das mag ich halt absolut nicht. Also ich weiß nicht. Ich denke, ich werde den Krieger wieder verkaufen, ganz ehrlich. Lukas, wie siehst du das? Ganz klar, ich werde jetzt gerade dabei, den Krieger zu verkaufen, weil ich mit dem Emorus deutlich besser fahren kann. Er lenkt sich besser, er fährt sich besser. Ja. Also, das ist meine ganz klare Meinung. 1,8 Millionen auf meinen Nacken. Tschüss, Krieger. Emorus auf die Trophäen. Platz. Auf jeden Fall. Ja, ist ja wirklich so. Also, wir sind Krieger gefahren und dachte so, oh Mann, ey, wann ist denn das endlich vorbei? Wann sind die 10 Runden endlich rum? So bei Bonus auf der 8, so dann 10 Runden gefahren mit dem Emorus und gleich die erste Runde oder die zweite Runde dann auch gemerkt, oh Mann, das ist echt eine Erholung, wieder mit dem Emorus zu fahren. Der lenkt wirklich dann, wenn du auch lenkst und lenkt einmal nicht in der Kurve, weil er halt untersteuert oder so. Ja, also meine Meinung bleibt auch, wenn ihr schon den Emorus habt, dann müsst ihr euch nicht unbedingt den Krieger kaufen. Meine Meinung. So. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Das war ja der Speed- und Race-Test vom muss gerade überlegen, Krieger. Alter, ich bin halt ein bisschen erkältet, von daher sorry. Jo. Und danke fürs Zuschauen. Danke natürlich auch an die anderen, die ja dabei waren. Links zu den YouTube-Channels sind unten in der Videobeschreibung, für alle, die mal schauen wollen. Jo, ansonsten, ja, haut rein, wir sind raus. Peace out. Bye, bye. Ciao, ciao. Mhm. Ciao. Tschüss. Wollen wir nochmal... Beast, weißt du, können wir ja Folgendes machen. Du sitzt im Krieger und wir setzen uns in den Emorus und fahren nochmal 10 Runden Bonus. Okay. Ich habe eine 48.5. Beast in 49 mit dem Krieger. Sky 48.0. Lukas, also ich bleib dabei, du kannst mit dem Emorus einfach konstant bessere Zeiten konstant. Ach, bevor ich bis zum Doppelte fahren. Wieder begehen. Juckt mich nicht. Ich bin mit dem Krieger auch nur eine 49. Du fährst mit dem Emorus einfach konstant. Ich hab mit dem Krieger nur eine 48.1, glaube ich, oder so. Mit dem Emorus ist es deutlich besser. Ja. Und das schaffst du dann Otto-Normalverbraucher wie ich an der 48. Ein Otto?